Sitzen. Mach Sitz. Ruhig frei. Mach Platz. Mach Platz. Mach Platz. Frei. Hallo meine lieben Natur-, Buschkraft- und Outdoor-Freunde, die Sally und ich begrüßen euch wie immer ganz herzlich hier auf meinem Kanal zu einem kleinen weiteren Abenteuer. Ja, und das Abenteuer beginnt hier oben in der Schutzhütte oberhalb der Heidelsburg. Ich war ja hier mit Sammy viel unterwegs und das möchte ich gerne hier unserer kleinen Hundedame auch mal alles zeigen. Wir sind hier so schöne schmale Pfade hochgewandert. Ja, ist richtig toll. Das Wetter spielt auch heute mit, es ist richtig sonnig, in der Sonne ist es richtig warm. Hier vorne gibt es so eine kleine Bank, aber jetzt so direkt in der Sonne sitzen möchte ich auch nicht. Und hier ist es eigentlich richtig schön gemütlich. Ja, der Grund meines Besuches ist folgendermaßen. Und zwar habe ich ein Video gesehen, und zwar vom Kanal Leopold Elvis. Leo, viele Grüße an dich. Er hat vor ein paar Wochen mal ein Video hochgeladen. Da geht es darum, 7 Gegenstände zu zeigen, die unter 10 Euro kosten. Und dann habe ich daraufhin ein Video gesehen von Kevin von Darksider on Tour. Und zwar hat er dann gestern auch noch ein Video hochgeladen. Es war glaube ich gestern oder vorgestern. Auf jeden Fall habe ich das kommentiert, habe es auch beim Leopold kommentiert und daraufhin kam gleich ein Gegenkommentar, ob ich nicht Lust hätte, daran teilzunehmen und etwas zu zeigen. Ja, und dann mache ich einfach mit. Ist auch mal wieder so ein Grund, hier rauszugehen und einfach mal hier ein bisschen so chillen. Und ja, da lasse ich euch gerne dran teilhaben. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit diesen 7 Gegenständen mal an. Fangen wir mit dem ersten Gegenstand an. Und zwar ist das hier so ein Nachbau einer Petroleumlampe. Es ist eine Petroleumlampe, aber sie funktioniert mit Batterien. Da ist eine LED drin verbaut. Man kann sie ein- und ausschalten, hat einen Dimmer. Man kann sie ganz toll im Rucksack verstauen. Man kann sie hinlegen, egal wie, ohne dass euch irgendwie Petroleum ausläuft. Diese Lampe gab es im Norma für 9,99 Euro. War ursprünglich mal blau. Und dann habe ich sie so ein bisschen umlackiert, so ein bisschen, ja, auf so ein bisschen Outdoor-mäßig gepimpt, das ganze Ding. Also, die ist richtig geil. Hier oben klemmt ab und zu mal der Bügel, aber das ist nicht so schlimm. Genau, man kann sie aufhängen. 9,99 Euro im Norma. So, kommen wir zum zweiten Gegenstand. Und zwar ist das hier ein Pouch. Das verwende ich für meine Hygieneartikel, Zahnpasta, Zahnbürste, was auch immer. Habe ich bei eBay geholt für sage und schreibe 3,99 Euro. Da war sogar der Versand mit dabei. Ja, mit Molle-System kann man prima einen Rucksack befestigen. Also absolut tipptopp das Ding. 3,99 Euro. So, kommen wir zum dritten. Und zwar ist das hier so ein Magnesium-Feuerstarter. So sieht er aus. Funktioniert einwandfrei. Sage und schreibe 1 Euro bei Wish. Der Versand dauert meistens immer so 1-2 Monate, aber irgendwann kam das Ding an. Habe ich so noch nie benutzt. Habe ich immer so in meinem EDC mit dabei. So, kommen wir jetzt zum vierten. Und zwar ist das hier der BW Klappkocher oder S-Bit-Kocher in dem Falle. Sage und schreibe 6,99 Euro. Ich glaube bei Amazon oder eBay habe ich mir das Ding mal geholt. Ist schon ein paar Jahre alt. Ich glaube die S-Bit-Würfel da drin, die krümeln auch schon so langsam auseinander. Ja, 6,99 Euro.
kriegt man auch bestimmt günstiger irgendwo. War jetzt, glaube ich, nee, gebraucht war er nicht, war schon neu. Ne? So, Nummer 5 im Bunde ist der Klappspaten. Und zwar ist der von Westfalia. Man kann ihn vielseitig verwenden für alle möglichen Sachen. Besonderheiten an dem Teil sind, er hat hier unten so einen Kompass hat er drin, eine Spitzhacke, die Schaufel und das Highlight ist hier vorne noch ein Flaschenöffner. Kann man seine Bierpullen mit aufmachen. Ja, das Teil hier 9,99 Euro. Ich habe gesehen, das Teil gibt es auch schon weitaus unter 7 Euro gebraucht, habe ich gesehen bei eBay. Ich habe das Teil jetzt hier noch gar nicht benutzt. Auf jeden Fall für 9,99 Euro. Ist irgendwie so ein Aluminiumgestänge. Ist nicht so schwer. Lässt sich auch ganz leicht hier wieder zusammenklappen. Und so eine Nylon-Tasche hier drin. Richtig geil, das Teil. Ich habe auch noch einen großen BW-Klappspaten, aber der kostet doch ein bisschen mehr wie 10 Euro. Ja, Nummer 5. So, kommen wir zu Nummer 6. Und zwar ist das hier ein Tarp. Auch gekauft über die Plattform Wish. Hat gekostet 5 Euro. Die Maße sind 1 Meter in der Breite auf 2 Meter. Ist ein kleines Tarp, was man vielleicht im Tagesrucksack verstauen kann. Und ja, notfalls abspannen, ist man vor Regen geschützt. Ist so ein richtig strapazierfähiges Nylongewebe. Also das Ding ist richtig geil. Hat es, glaube ich, schon zweimal in Gebrauch. Hat mir schon gute Dienste erwiesen, das Ding. Ja, kleines Packmaß, ist nicht so schwer. Top, 5 Euro. So, der letzte Gegenstand unter 10 Euro ist der Lixada Tranja Brenner. Habe ich auch wieder über die Online-Plattform Wish geholt. Und ja, ich habe viele Sachen von Wish damals gekauft. Der hat gekostet 7 Euro. Da war auch der Versand schon mit dabei. Und ich benutze ihn eigentlich gar nicht so oft. Also ich benutze mehr oder weniger den Originalen. Da, der hat doch ein bisschen mehr Power wie hier, der hier. Aber mal ein Käffchen machen, was heiß machen, optimal. Auch für Anfänger, kostet nicht viel. Also top. Das war der letzte, unter 10 Euro. So, jetzt werde ich mir mal ein Käffchen machen. Dazu nehmen wir hier unseren Lixada Tranja Brenner. Unseren Magnesium-Feuerstarter für 1 Euro. Die Flamme brennt. So, jetzt ist Folgendes. Mein Topf passt hier nicht drauf. Ja? Der Abstand ist also vom Brenner zum Topfboden nicht so optimal. Das heißt, ich nehme jetzt diese Halterung hier, stelle die hier einfach oben drauf. Ja? Stülpe das hier praktisch so rüber über den Brenner und kann hier getrost was draufstellen.
So, meine lieben Freunde, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Mir hat es also richtig Spaß gemacht, euch mal 7 Gegenstände zu zeigen unter 10 Euro. Ja, vor allen Dingen hat es mir auch Spaß gemacht, hier an so einer, in so einer Gegend unterwegs zu sein, wo ich viel mit Sammy unterwegs war. Und das der Sally jetzt zu zeigen, macht mir auch richtig Spaß. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in eins von den nächsten Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Thomas und die Sally aus der schönen Pfalz. Macht's gut, Leute. Ciao.